Es gibt ja viele Musiker, die wirklich einen an der Klatsche haben. Aber der Kollege heute, der schießt den Vogel ab. Und damit, hey Leute und herzlich willkommen hier zum Synthwave April! Heute mit einer kleinen, aber feinen und eigentlich gar nicht mal so kleinen Musikempfehlung. Denn der Künstler, um den es heute geht, der hat ganz gewaltig einen, wie schon anfangs erwähnt, einen an der Klatsche. Die Rede ist von HWITW oder wie ich ihn im Folgenden einfach nennen werde, Avid. Was eigentlich auch Blödsinn ist, denn der Typ heißt mit bürgerlichen Namen Nicolas Bernard und ist Franzose. Aber ich krieg meine Französischkenntnisse nicht mehr so weit zusammen. Geboren in Senlis am 21. August 1985 ist er genau im richtigen Jahrzehnt, um den Synthwave im Blute zu fühlen. Und es gibt einen bestimmten Grund, warum ihr euch von diesem Künstler nicht ein einzelnes Album, einen einzelnen Song oder eine einzelne EP empfehle. Und fangen wir mal kurz hinten an. Der Typ war nämlich sein gesamtes Leben schon musikalisch, hat aber erst 2015, also im Alter von jungen 29, angefangen bei einem Label anzuheuern. Das war das Amsterdamer Label Night Noise Music. Am 21. August 2015, also vor rund 4 Jahren, brachte er seine erste Veröffentlichung heraus. Und der Grund, warum ich jetzt nichts Besonderes empfehle, ist ganz einfach, dass es seitdem 64 weitere Veröffentlichungen von ihm gab. Ja, vollkommen richtig. Dieser Typ hat einen Zeitraum von nicht mal ganz 4 Jahren 65 Veröffentlichungen gehabt. Das heißt, wenn Adam Riese und die Überschlagsrechnung und sich fürchterlich beschissen haben, haute er im Monat rund 3 Veröffentlichungen raus. Jeden verkackten Monat. Und ich habe ja aufgerundet, also eigentlich sogar noch mehr pro Monat. Das heißt, sehr, sehr gut am letzten März illustrieren, denn allein im März 2019 hat dieser Typ 5 Veröffentlichungen gehabt. Mit insgesamt über 30 Songs. Das ist... Was hat der für musikalischen Output? Ich bin neidisch. Und das Ding ist ja nicht immer, dass er einfach nur raushaut, so gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Und da ist auch mal Mittelmaß oder wirklich schlechter Scheiß dabei, weil du einfach raushaust, ohne ihn produzierst, ohne ihn. Nein! Nein! Es ist auch noch jedes verfickter Song von ihm gut. Ich weiß nicht, wie er das macht. Aber er ist entweder eigentlich Brite und ein Timelord, oder er ist Brite und hat sich von Hermine dieses Amulett aus Teil 3 geklaut. Oder er arbeitet mit Thanos zusammen. Aber ich kann mir ums Verrecken nicht erklären, wie man so viel, so gute Musik raushauen kann. Ach ja, und übrigens, er ist inzwischen nur noch bei einem Label. Nein, er veröffentlicht selbstständig auf Bandcamp und bei 15 Labels parallel seine Musik. In allen möglichen Formen und Farben. Digital, Vinyl, CD, Kassette, was zum Fick. Und zwischendrin tritt er auch noch live auf. Das heißt, er macht ja nicht mal Produktionspausen dazwischen. Der hat einen unglaublichen Output. Und es gibt... Machen wir es kurz. Ich habe euch hier unten seinen Bandcamp-Account einfach mal verlinkt. Es kommt mir geisteskrank, wie viel der Typ raushaut. Sein YouTube-Kanal, den findet ihr hier. Diesen Kanal abonniert ihr jetzt, gebt einen Daumen rauf, aktiviert die Hellspells, damit ihr noch mehr Synthwave seht hier im Synthwave April. Und ich bin jetzt raus und höre mich weiterhin durch diese viel zu umfangreiche Diskografie. Ciao.